Seit 30 Jahren ist das Nikodemus am Hauptplatz von Burgersdorf der Hotspot für die österreichische und internationale Popszene. Der leidenschaftliche Wirt Niki Neunteufel pflegt seit Jahren zu den Künstlern auch enge Freundschaften. Zum Jubiläum stellte er jetzt die besten Fotos der vielen Konzerte aus. Also ich habe zwei größte Erlebnisse. Das eine war der Gründungsabend von Austria 3, der wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Und das zweite, was ich nie in meinem Leben vergessen werde, wie Brian May, Roger Taylor von Queen, im kleinen Nikodemus auf die Bühne gegangen sind mit dem Peter Maffay und zum Spielen begonnen anfangen. Aber ich mir gedacht, okay, das viel besser wird es wahrscheinlich nicht mehr im Leben. Dass ich da mit Eric für meinen größten Idol auf einer Bühne gestanden bin, das ist schon... Tolle Erinnerungen. Ja, man wünscht sich irgendwie ein bisschen mehr Haar zurück, aber es geht halt nicht. Also müssen wir damit rechnen, dass wir irgendwann halt mit voller Glotzen dastehen werden. Ich lebe in der Gegenwart grundsätzlich und was war schön, hat mich sehr gefreut. Aber ich bin kein Nostalgiker, kein Übertriebener. Also bei mir geht es so oftmals, denke ich, auch wenn ich alte Tore von mir sehe und so, dass das, ob das wirklich ich war, weil... Manche Tore sind ja so unglaublich oder so. Was anderes ist es bei Konzerten und so. Da erinnere ich mich gern dran, weil es ja ein guter Erfolg war und weil wir sehr viele Auftritte hatten und goldene Schallplatten und Doppelgold und Platin geholt. Welcher österreichischen Band ist es sonst noch geglückt, wirklich auf der ganzen Welt und das über Jahrzehnte Konzerte zu haben, zu spielen, bis heute? Also, wer da nicht dankbar ist und jeden Tag ein Stoßgebet da hinaufsendet, der ist mit einem Wort deppert.